Und wohin kommt die Schrift an? Naja, die Sera kann nicht healen. Für die XP halt. So, und erproben und warten. Wir bewegen sich nicht. Ja, toll. Der geht zu ihr hin. Tauscht mal kurz die Engelsrobe, damit sie es benutzen kann. Und benutzen. Yay! Jetzt hat sie 27. Das ist sehr gut. Wo? 7. 7. Ah, der ist schon kurz vom Level ab. Also warum nicht? Warum kein Schaden zugemundet? Dann wird die lange Speer. Zack. Und zack. Jetzt sieht zwar etwas stumpf aus, wie das Ding hier fliegt, aber ist ja okay. Level up. Und. Yay. Zwar immer noch keine Fähigkeit, aber egal. Wozu gibt es Waffendreieck? Ach, halbes ist überbewertet. Ja, wegschmeißen. Weg damit. So, jetzt muss ich nur noch warten. Und aufgeknackt. Oh, richtig teuer noch so ein Typ. Kann wir ihn töten? Ja, er kann ihn töten. Zackidi und Zackidi-Duck. Zackidi-Duck? Na, egal. Und sie geben so wenig Erfahrungspunkte, das ist scheiße und asozial. So, der knackt die Tür auf und der... Oh, ja, so schaut's gut. Okay, das heißt, sie müssen überwarten, denn ich denke mal, dass dieser Schalter diesen Raum hier öffnet, wie ich mir jetzt recht entsinne. Dann ist das nämlich scheiße, wenn da so auf den Typ rauskommt, ohne dass ich vorbereitet bin. Und so, und so. So, jetzt bin ich bereit. Und auf dich, dir will. Ja, das war der zweite Schalter. Jetzt muss ich nur mit dem letzten finden. Brauchst nicht. Und öffne damit. Und ein Panzerbrecher. Panzerbrecher sagt, ja, es bricht halt den Panzer. Macht Sinn, ne? Schaden, ich kann eigentlich mal die Katze benutzen. Der kennt sie. Ah, ich dachte schon, das ist schon 6 Wochen jetzt, aber ist so. Waffenlevel. Das Ganze muss ja schon ein bisschen aufhören. Und zack, gibt's. So, was kann der denn? Ein Stahllanzer, das ist nicht gleich für das Ganze wegballern. Bah, Lene ist in die Kala. Wann sind sie angekommen? Ach egal, womit werde ich mich schon kümmern. Ja, wenn du dich bewegen würdest, könntest du ja bitte sogar noch einen von uns umbringen. Und war die Katze Action. Ah, okay. Passt nicht ganz hin. Und zack. Und zack. Jetzt kommt's hin. Witzke, komm schon. Ah, schade. Ah, toll. Witzke, wie ich sie brauche. Haben wir sie damit so schön. Gott, lass uns gründen. Level up für Lindes. Yay. Level up. Level 6 und stärker und Glück und Resistenz hoch. Genau das, was ich brauche. So, weil ich Sera jetzt extra hochschicke zum Heilen und das macht man dann Raft da drauf tun. Das ist der letzte Schalter. Wenn ich ihn drücke, zack. Hey, sag mal, der Geheimgang. Yeah, I can see that. Gut, aber ich meine, jemand sollte Raft übernehmen. Da ist ihr Raft. Du hast dich gut geschlagen. Grandios. Vorstellung. So, wenn ihr ein Wort des Lobes übrigens, sollte es jeder Gruppe gelten. Hm, was seid ihr? Mein Name ist Lindis. Es freut mich, euch bei guter Gesundheit zu treffen. Oh, ihr seid es. Ihr seid nur Chris Cullen. Lass uns alleine, Raab. Ich möchte mit diesem Mädchen alleine sprechen. Nun, Lady Lindis, ist euch die Institution der Leute bekannt, die für diesen Aufruhr verantwortlich ist? Ich glaube, dies trägt die Handschrift meines Großonkels Dunstgren. Genau so ist es euch. Auch. Was wiederum bedeutet, dass mein Schloss durch den jämmerlichen Erbschaftsstreit eurer Familie in Mittelscheinlandschaft gezogen wurde. Ich bitte um Vergebung. Als ich hörte, dass ihr die Mahl jetzt auf den Brink drängt, war ich gerne bei euch meinen Freund und Stütze zu sein.
Doch unter diesen Umständen sehe ich mich gezwungen, mein Angebot als nichtig zu erklären. Magister Raff, ihr gab mir euer Wort, mein Lord. Euer Name aber kennt, nicht wahr? Ihr habt versagt, mich über das Wichtigste der Zeit zu informieren. Was meint ihr damit? Dies wird die Ehe Lindy im Erde bis aufs Haar, aber ich hätte nicht erwartet, dass in ihren Adern das verdorbene Blut von Sake fließt. Ah, ein mächtiger Hitler, toll. Was? Denkt ihr nicht auch, dass Markus für keinen Wert zutiefst betrübt müsste dieser normalischen Promenade schon gegenüberstehen? Okay, langsam überschreitest du die Grenze. Ja. Seht nicht, ich bin Vergebung, mein Lord. Im euer Gefolgsmann verwirkt die überspärliche Disziplin. Und wir sind offen! Bitte, wenn ihr uns die Gnade eurer Unterstützung gewähren würdet. Ich hörte, Mescal ist schwer krank und ans Bett gefesselt. Ich bezweifle, dass er lange genug leben wird, um dieses Mädchen zu sehen. Wenn er es nicht tut, wird die Blutgrenze sein, bis die beanspruchen. Und ich möchte jeglichen Ärger mit der nächsten Quiz vermeiden. Ihr Ränkeschmieden, der. Sein! Verstehe, Kent. Sein, wir reißen zu Verzahn. Wenn wir den Lindes, wie? Ich bin stolz darauf, dass das mit Verzahn in meinen Adern fließt. Ich werde von niemandem Hilfe annehmen, der meine Herkunft beachtet. Why the racist? Ihr habt so eine Größe und Stärke bewiesen, wie Lady. Der Chris war ein Rüpel. Rüpel ist ein bisschen untertrieben. Sorgt euch nicht, denn wir halten stets zu euch. Mann, mein Deutsch, ey. Moment. Ist das nicht so, Kent? Ich bitte um eure Vergebung. Warum entschuldigt ihr euch, Kent? Ich war so bestrebt, euch zu Kalde zu begleiten. Dabei habe ich es versagt, eure Gefühle zu besichtigen. Mann! Ist das, was euch bedrückt? Bitte grämt euch nicht länger. Ihr habt meine Sicherheit über alles andere gestellt. Das habe ich schon lange erkannt. Hebt euer Stolz. Haupt und seid stolz auf euch, Mann! Wie Lady Lindis. Bah, oh Gottes Kind. Hätte sie nur eine Träne vergossen, wäre ich ihrer Bitte entgegengekommen. Ja, Nobel von Lüse werden diese stolzen Willen niemals verstehen. Deswegen hasse ich Adlige. Sind dies eure wahren Gefühle für die Normalen von Sake, mein Lord? Was? Oh, Raff, ich hab dich gar nicht bemerkt. Meine Bemerkung trefft dich in keiner Weise. Du bist mein Hauptmann, ich bin stolz auf deine Dienste. Natürlich, solange wie das Knie vor euch beikommt, euch unsere Herkunft liegt. Doch kommt ein gleichgesetzt stets aus meinem Land. Welche Überheblichkeit. Raff, wie kannst du sagen, so mit mir zu sprechen? War ich denn nicht stets gut zu dir? Ich habe dich gut bezahlt, dich besser behandelt, als es jeden von deiner Art zusteht. Ich werde es dir unterschiedlich, ich stehe nicht in euren Diensten. Und es ist Sonnenuntergang. Der Marquis von Arachen. Er sagte, mein Großvater sei krank. Wir müssen rasch nach Kalden. Er wird Kalden nähern, werden Mondkriegshindernisse immer schwieriger zu überwinden sein. Dennoch, ich schwöre euch bis zum Ende beizustehen, wie Lady. Ich zähle auf euch, Kent. Auch ich bleibe an eurer Seite. Vielen Dank, Zane. Mark, danke, dass auch du stets an meiner Seite warst. Euch allen verdanke ich, dass ich, so, meine Fresse, dass ich durchhalten kann. Niemand wird es gelingen, meinen Geist zu brechen. Yay. Und da ist ja doch Raff. Raff, was ist los? Was habt ihr? Ich hörte den Marquess mit sich selbst ins Gespräch vertieft. Lord Lin von Lin von den Lorca, stolz auf das Zaki. Ich versuch's episch klingen zu lassen und meine Grammatik tötet alles. Ich möchte euch folgen. Ich will meine Stärke mit der Eulen vereinen. Wirklich? Und dies, ich möchte, dass ihr es annehmt. Das ist Gold? Es ist so viel, ich kann das nicht annehmen. Ich habe kein Gewort dafür, doch ich kann es helfen, meine Fresse, ey. Aber... Was ich einmal angeboten habe, kann ich nicht mehr zurücknehmen. Raff, ich danke euch. Yay, 5 Riesen halten! 5 Riesen, yay, 5 Riesen, meine Rüssel, yay! So, und das war's mal wieder mit dieser Folge. Wir sehen uns nächstes Mal. Bye!